Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Knotenpotentialverfahren. Dazu stelle ich Ihnen die Grundidee zum Knotenpotentialverfahren vor, den Lösungsweg und am Ende ein Kochrezept, wie Sie das Knotenpotentialverfahren anwenden können. Worum geht es? Grundsätzlich geht es darum, dass wir hier Netzwerke berechnen können, die aus vielen einzelnen Knoten bestehen. Wir hatten ja bisher Netzwerke vereinfacht und uns angeschaut, wie es aussieht, wenn wir zwei Knoten darin betrachten, wenn wir vielleicht drei Knoten bei einer Stern-3-Umwandlung betrachten. Aber wenn wir jetzt noch mehr Knoten betrachten, dann können wir mit den herkömmlichen Methoden nicht wirklich weiterkommen. Was heißt ein Netzwerk berechnen? Berechnen eines Netzwerkes heißt, wir wollen an allen Knoten die Spannungen wissen, insbesondere die Spannungen gegenüber einem Referenzknoten, hier mit 0 bezeichnet. In der Praxis ist das dann oft Erdpotential oder auf Englisch Groundpotential. Und wir wollen natürlich auch die Ströme in den einzelnen Widerständen, die die Knoten verbinden, berechnen wollen. Und außerdem können wir davon ausgehen, dass an diesen Knoten auch jeweils noch Quellen dran sind. Für das Knotenpotentialverfahren gehen wir davon aus, dass diese Quellen Stromquellen sind. Ich habe die Widerstände nicht mit R, 1, 2, 3 und so weiter beschriftet, sondern mit G. G steht ja bekanntlich für Leitwert. Beim Knotenpotentialverfahren wandeln wir als ersten Schritt zunächst einmal Widerstände in Leitwerte um, weil es sich damit leichter rechnen lässt, wie wir später sehen werden. Ja, typischerweise ist es so, dass wir normalerweise die Quellen kennen. Das heißt, wir wissen, welche Ströme an den Knoten eingeprägt werden. Das können, wie gesagt, tatsächlich Generatorenquellen sein. Das kann aber auch sein, dass dann an diesen Knoten noch zusätzliche Lasten dranhängen. Dann wären die Ströme negativ. Wir gehen auch mal davon aus, dass wir das Netzwerk schon kennen. Das heißt, dass wir also die gesamten Leitwerte, die die Knoten miteinander kreuz und quer verbinden, kennen. So, und dann würden wir eigentlich gerne die einzelnen Spannungen an den Knoten ausrechnen. U1, U2, U3 und U4. Und damit bekommen wir dann auch automatisch die Ströme zwischen den einzelnen Knoten. Wie kommen wir dahin? Wir fangen rückwärts an. Das heißt, wir gehen zunächst einmal davon aus, wir wüssten die einzelnen Spannungen an den Knoten. Damit können wir Gleichungen aufstellen, mit denen wir ausrechnen, wie groß die Ströme sein müssten, die von außen in das Netzwerk reinfließen, damit sich diese Spannungen ergeben. Damit bekommen wir ein Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem können wir in einem letzten Schritt invertieren, umwandeln, um damit das eigentliche Problem, was wir haben, zu lösen. Okay, schauen wir uns einmal an, wie wir dabei vorgehen, wenn wir also praktisch die Spannungen an den einzelnen Knoten kennen. Und wir picken uns jetzt einmal Knoten 1 heraus. Wir gehen mal davon aus, wir wüssten, wie groß die Spannungen U1, U2, U3 und U4 sind. Und dann schauen wir uns am Knoten 1 an, wie denn da die Strombilanz ist. Wir erinnern uns, es gilt die Summe aller Knoten, die in den Knoten hineinfließen, ist 0. Jetzt sehen wir, dass die Pfeilrichtung von unserem Strom I1 entgegengesetzt ist. Und damit erhalten wir dann mit der Kirchhoffschen Knotenregel die Gleichung I1 ist gleich die Summe aller Ströme, die dann von den Knoten weggehen. I1 0, I1 2. 2, I1, 3 und I1, 4. Soweit, so gut.
Jetzt können wir die einzelnen Ströme in den Zweigen ausdrücken durch die Spannungen und die Leitwerte nach dem Ohmschen Gesetz. Das heißt, wir fangen einmal an und schauen uns an, der Strom durch den Leitwert G11. Ich nehme einmal die Maus zu Hilfe. Das ist dieser Leitwert. An dem liegt die Spannung U1 an. Und dann gilt eben das Ohmsche Gesetz. Der Strom, der durch diese Impedanz fließt, ist U1 mal der Leitwert G11. Ja, das ist der Strom I10. Schauen wir uns nun den Strom I12 von 1 nach 2 an. Die Spannung, die über diesem Leitwert abfällt, ist ja gerade die Differenz zwischen U1 und U2. Und wenn wir diese Spannung, die dann über dem Leitwert abfällt, mit dem Leitwert selber multiplizieren, bekommen wir den Strom, der durch diesen Leitwert fließt. Das sehen Sie hier an der Stelle. Hier haben wir die Spannungsdifferenz, die über dem Leitwert abfällt, und hier haben wir den Leitwert selber. Das wenden wir jetzt auch für den Strom von 1 nach 3 an, sehen Sie hier, und den Strom von 1 nach 4, das können Sie hier sehen. Damit bekommen wir jetzt also eine Gleichung für den Strom I1 als Funktion von allen Spannungen, die wir hier im Netzwerk in einem ersten Schritt als bekannt voraussetzen. Wir können also jetzt ausrechnen, wie groß muss der Strom I1 sein, damit diese Spannungen U1, U2, U3 und U4 sich einstellen. Das Ganze können wir jetzt noch einmal sortieren, damit das sich schöner liest. Und wir werden nachher sehen, es passt dann auch besser zu weiteren Gleichungen. Wir klammern jeweils die Spannungen aus und sortieren sie der Reihe nach. Und da stellen wir fest, die Spannung U1, die taucht einmal hier in dem Term auf für den Strom, der nach Masse fließt. Die Spannung taucht auf in dem nächsten Strom, der zu benachbarten Knoten fließt, und in den weiteren ebenfalls. Und wenn wir die Klammern auflösen und dann die Spannung, alles was mit U1 zu tun hat, zusammenfassen, dann bekommen wir hier den Term U1 mal G11, G12, G13, G14, mit einem Wort die Summe von allen Leitwerten, die am Knoten 1 hier angeschlossen sind. Wenn wir uns jetzt die nächste Spannung angucken, dann bleibt nur noch dieser Term hier übrig, U2 minus U2 mal G12. Als nächstes kommt das alles, was mit U3 zu tun hat, das taucht nur hier an der Stelle auf. Und zum Schluss bleibt die Spannung U4 übrig und die taucht hier als letztes auf, jedes Mal mit einem Minuszeichen dabei. Ja, an diesen Stellen sehen wir dann jeweils die Leitwerte, die von dem jeweiligen Knoten, den wir gerade betrachten, zu dem jeweiligen Nachbarknoten führen. Also G12, hier sehen wir die von Knoten 1 nach 3 und hier nach 4. Das heißt, hier tauchen praktisch diese Leitwerte in unserer Gleichung auf. Okay, das war soweit jetzt Knoten 1. Hier die Gleichung noch einmal dargestellt. Das Ganze können wir entsprechend für die anderen Knoten auch machen. Machen Sie das einmal für Knoten 2. Stellen Sie jetzt einmal auf Pause und versuchen Sie, die Gleichung für den Knoten 2 aufzustellen. Sie steht schon hier, aber dann können Sie direkt vergleichen, ob Sie denn dann auf Papier auch richtig gerechnet haben. Okay, bis gleich. Gut, ich hoffe, dass Sie die gleiche Gleichung herausbekommen haben. Vielleicht müssen Sie Ihre Gleichung ein wenig umsortieren. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Gleichungen für die, in diesem Fall, 4 Ströme so zu sortieren, dass jeweils die Spannungen U1, U2, U3 und U4 untereinander stehen. Jetzt sehen wir, das Ganze stellt ein Gleichungssystem dar. Das können wir auch in Matrix-Schreibweise schreiben. Das heißt, wir fassen die Ströme I1, I2, I3 und I4
als Vektor zusammen und nennen ihn I mit einem Pfeil drüber. Wir fassen die Spannungen U1, 2, 3, 4 zu einem Vektor zusammen, U1, U2, U3 und U4. Und die Vorfaktoren für die Spannungen, die schreiben wir als Koeffizienten der Matrix, die dieses Gleichungssystem beschreibt. Und dann können wir eine Regel feststellen, wie sich diese Koeffizienten ergeben. Mathematisch gesehen gilt, dass also die Koeffizienten, die im Index jeweils zwei gleiche Zahlen haben, die ergeben sich aus der Summe von allen Leitwerten, die zu diesem Knoten gehen. Das ist mathematisch hier so ausgedrückt. Rein praktisch sehen Sie hier beispielsweise an der Spannung 2 haben Sie die Summe von allen Leitwerten, die an diesem Knoten 2 angeschlossen sind. Das besagt diese Summenformel. Und AII bedeutet also die Koeffizienten, wo also zwei gleiche Zahlen sind. Das ist letzten Endes die Koeffizienten, die hier in dieser Diagonalen stehen, also A11, A22 und so weiter. Die übrigen Koeffizienten, das heißt, wo wir also praktisch zwei Knoten miteinander verknüpfen, wie A12 oder A23, die ergeben sich aus den Leitwerten, die diese Knoten jeweils miteinander verbinden, aber mit einem Minuszeichen davor. Das besagt der zweite Teil dieser Gleichung hier. Des Weiteren stellen wir fest, dass diese Matrix symmetrisch ist. Was bedeutet Symmetrie? Ganz einfach, es bedeutet, dass die obere Hälfte der Matrix genauso aussieht wie die untere Dreieckshälfte der Matrix. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die obere Hälfte der Matrix zu berechnen und die untere Seite können wir praktisch damit direkt gleichsetzen. Das ist ziemlich hilfreich, wenn wir da tatsächlich ein Computerprogramm aufsetzen, was diese Matrix erstellen soll. Eine weitere Anmerkung habe ich noch. Die Matrix A ist in der Regel schwach besetzt. Was bedeutet schwach besetzt? Ganz einfach, etliche von diesen Koeffizienten oder auch Leitwerten zwischen den Knoten sind null. Gerade in der Elektrotechnik ist es so, dass meistens nur benachbarte Knoten von 1 nach 2 und so weiter miteinander verbunden sind. Hin und wieder kommt dann schon mal eine Querverbindung rein, aber es ist selten der Fall, dass wirklich jeder Knoten mit jedem verbunden ist und deswegen stehen in dieser Matrix häufig ziemlich viele Nullen drin. Das ist jetzt für die meisten Verfahren, die wir so haben, nicht so relevant. Aber wenn wir richtig große Matrizen haben, für richtig große Systeme, kann das helfen bei der Lösung dieses Gleichungssystems. Gut, wir haben nun das Problem gelöst, dass wir ausrechnen können, wie groß müssten denn die Ströme von außen sein, wenn wir die Spannungen kennen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wissen wollen, sondern was wir wissen wollen, ist ja gerade, wie groß sind die Spannungen, wenn wir von außen die Ströme einprägen. Ganz einfach, wir lösen das Ganze, indem wir das Gleichungssystem invertieren, indem wir also die inverse Matrix berechnen von unserem Gleichungssystem. Nennen wir sie beispielsweise B. Das können wir machen mit dem Algorithmus nach Gauss. Das heißt, die Matrix muss in Diagonalform gebracht werden und dann kann man das Zeile für Zeile lösen. In der Praxis werden Sie dafür Computerprogramme verwenden. Also wenn es jetzt, ich sag mal, Rechnungen per Hand sind und nicht so sehr viele Knoten, können Sie prima einen Zeichenrechner verwenden oder Tabellenkalkulationen, zum Beispiel Excel. Aber auch sehr viele Computersprachen haben inzwischen die Möglichkeit, Matrizen mit einem Befehl zu invertieren.
Python zum Beispiel hat das, MATLAB ist auch sehr verbreitet. Damit kann man das also auf der Stelle machen. Das heißt also, das Verfahren nach Gauss ist für Sie jetzt nicht mehr unbedingt im Detail zu können. Das würde ich auch in einer Prüfung nicht unbedingt erwarten. Ein Hinweis müssen wir noch machen, wenn Sie das Netzwerk so aufstellen, dass Sie keine einzigen Leitwert nach Erde haben, also zu unserem Referenzknoten, also diese Leitwerte, die nach unten hinweg zeigen. Wenn die also alle Null sind, dann können Sie das Gleichungssystem nicht lösen. Dann wird die Matrix singulär und lässt sich nicht invertieren. Das heißt, Sie sollten also mindestens einen Leitwert nach Masse hin einfügen. Der darf auch ruhig einen sehr hohen Wert haben, meinetwegen etliche Megaohms, aber Hauptsache er ist vorhanden, damit sich da also das Gleichungssystem lösen lässt. Ja, zusammenfassend möchte ich Ihnen noch einmal das Kochrezept mit auf den Weg geben. Wie funktioniert das Knotenpotentialverfahren? Wie berechnen wir die Spannungen an den Knoten, wenn wir die externen Ströme kennen? Dazu müssen wir zunächst einmal alle Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln. Das werde ich Ihnen in einer der nächsten Folgen im Detail erläutern. Ich verweise jetzt nur darauf, auf die Dualität von realen Spannungs- und Stromquellen. Dann legen wir einen Referenzknoten fest. Meistens ist das schon gegeben. Erdpotential, Ground, wie auch immer. Und wir nummerieren die Knoten durch, damit wir die Übersicht behalten. Wir zeichnen Ströme und Spannungen ein und dabei beachten wir, dass die Ströme definiert sind als Ströme, die in das System hineinfließen. Das heißt, wir betrachten also alle Ströme so, dass sie also in unser Netzwerk hineinfließen. Dann, ganz wichtig, rechnen Sie die Widerstände in Leitwerte um. Gerade in Prüfungen wird das gerne vergessen. Dann stellen Sie die Matrix auf. Wir hatten eben auf der vorletzten Seite die mathematische Beschreibung dazu. Hier nochmal mit Worten. Das heißt, in der Diagonalen kommen also alle Summen der Leitwerte, die jeweils zu dem entsprechenden Knoten führen. An die anderen Koeffizienten kommen jeweils nur die Leitwerte, die die jeweiligen Knoten verbinden. Und da setzen wir dann ein Minuszeichen vor. Wir brauchen nur das obere Dreieck auszurechnen und das dann entsprechend nach unten kopieren. Damit haben wir die Matrix aufgestellt. Dann müssen wir diese Matrix invertieren. Dann haben wir ein entsprechendes Gleichungssystem in Matrix-Schreibweise. Wenn wir jetzt per Hand rechnen, dann müssen wir dieses Gleichungssystem nochmal in normale Gleichungen aufschreiben, damit wir dann die Spannungen zum Referenzknoten an den jeweiligen Knoten ausrechnen können. Wir haben es geschafft. Wir können dann noch hergehen und aus den Spannungen zwischen zwei Knoten die Spannungen ausrechnen, die über den einzelnen Leitwerten abfallen. Und damit können wir nach dem Ohmschen Gesetz bequem auch die Ströme berechnen, die im Netzwerk hin und her fließen. Damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.